Liebe Tagebuch, den Rainer habe ich endlich kennengelernt. Mein Bruder ist, glaube ich, ein cooler Typ. Ich weiß noch nicht, aber ich denke, der ist wirklich, der war glücklich, dass ich ihm schon habe geholfen in die Forst. Das war guter Einstieg, dass ich direkt erstmal gearbeitet habe ein bisschen. Und jetzt werden wir sehen, was wir weitermachen. Rainer, pass auf. Wir sind Brüder. Das steht fest. Da können wir nicht dran drehen. Der Notar hat mir das gesagt, hat geschrieben. Meine Mutter hat dann auch gesagt, ja, bist du meine Bruder. Aber müssen festhalten, ich bin der Ältere. Ja. Ja. So. Wie wir das klären hier mit dem Betrieb. Ich habe gesehen, das ist nicht so ein großer Betrieb hier, ne, wie der Vater hat hinterlassen. Nee, nicht das größte, auch nicht das jüngste, ist alles schon so ein bisschen alt. Und ja, auch nicht viel zum Leben da, ne? Ich habe jetzt für den Frontladerumbau ganz schön lange gespart. Ja, und der Notar hat auch gesagt, eigentlich einiges an Krediten laufen hier in die Unternehmen, wahrscheinlich für die Maschinen, oder? Ja, die letzte Maschine ist halt der große da, ne? Groß, ne? Aber musste investiert werden. Immer nur mit Kettensäge, das geht nicht mehr. Das ist doch keine große Maschine. Der hat voll die Probleme mit den gedorsten Baumstämmen. Da müssen. Weißt du was, Rainer? Ich bin dein Bruder. Wir sind Brüder, wir müssen uns helfen. Wir machen das zusammen. Was hältst du? Wir machen zusammen, bis das hier gesund und du kannst arbeiten und das geht gut weiter. Ja, das klingt gut. Ich habe Auftrag, Großauftrag, da kann ich Hilfe gebrauchen, ja. Dann, wir machen zusammen, wir sind die Brüder Wald, ja, und ich helfe dir einfach hier, dass das Unternehmen wird gesund. Und wenn du sagst, das ist jetzt wirklich gut, ich kann dich auszahlen. Wir vielleicht finden eine gute Lösung. Möchte ich, dass mein Bruder auch gut leben kann. Wenn du sagst, du kannst noch nicht leben, aktuell funktioniert nur gerade, dann möchte ich, dass wir das zusammen machen. Ich werde dir helfen. Lass uns das versuchen. Du hast gesehen, ich kann hier super gut mit den großen Maschinen umgehen. Ich da gar kein Problem. Weil ich habe immer gespielt mit wie heißt dieses Spiel? Diese Landwirtschaftssimulator, irgendwas, ich immer gespielt. Ich kann das. Du siehst du, ich kann hier Mikado-Stämme hinlegen, gar kein Problem. Ja, nach Mikado sieht das wirklich aus, das stimmt. Ja, das können wir gut machen. Dann ja, lass uns. Wir gucken mal. Dann lass uns doch direkt arbeiten. Oi, hier kann man die Baum hochklettern. Guckst du? Kann ich hochklettern, die Baum? Ich bin Affe. Wenn wir mal machen müssen, Arbeit in die Höhe, ich kann das machen. Dann kletterst du hoch, das ist gut. Ich habe Höhenangst. Du bist Forst. Du lebst in die Forst. Du immer hier gearbeitet und du hast Höhenangst. Ja, wenn man die Bäume absieht, kommen sie ja runter, oder? Ah, das war. Du sorgst immer dafür, dass keine Hohe mehr da ist. Ja, gut. Du willst jetzt mitarbeiten. Ja, das muss ich alles unbedenken. Ich habe ja alles so geplant, dass ich ja alleine bin. Dass ich so schnell einen Bruder kriege, habe ich ja nicht mit gerechnet, ne? Ah, du hast auch Tränen in die Augen, oder? Ein bisschen? Zwischen, ja. Vor die Furore, ja. Ja, gut, hilft dir aber nichts. Auch bei unserem Vater, dass er verstorben ist. Das wirklich, du musst mir irgendwann erzählen, wenn das nicht mehr so wehtut, wie der war, unsere Vater. Aber nicht jetzt, das ist zu früh. Aber ich kenne den Vater gar nicht. Ja, das erzähle ich dir mal, denn wenn es soweit ist, auf einen ruhigen Kaffee, das wird nämlich länger dauern. Ja, das können wir mal. Während der Arbeit kannst du mir mal auch erzählen, was unser Vater gemacht hat. Der Notar hat gesagt, Wald war Günthers Leben. Oh ja, es ging nur noch im Wald. Morgens raus aus dem Haus, ab im Wald, abends kam er wieder rein. Ja, dafür aber nicht so viele Maschinen hier. Aber gut, wir wollen zusammen machen, wir machen diesen Waldbetrieb groß und machen große Namen aus unserer Vater. Ja, super Idee. Wollte ich immer haben, kleine Bruder.
Ja, und ich wollte nicht mehr alleine sein. Wir jetzt Kumpels, wir machen das hier klar. Uns kann keiner kommen. Ich habe auch in Duisburg immer noch Freunde, falls wir haben Probleme, ich kann die anrufen. Wir brauchen 3 Tage bis hier, aber ich kann die anrufen. Kommen mit Mercedes und BMW. Können wir dann sprechen? Mercedes, BMW, ach, das sind die teuren Marken. Ja, sowas habe ich ja leider nicht. Ich Ich auch. nur alten Habe ich auch Ford. nicht. Habe ich nur Freunde, ne? Ja, wir hier auch ein Auto. Auch vom Papa gehegt, gepflegt. Aber Grüße. gutes Stück. Macht seine Dienste. Ich muss Huckelt zugeben. manchmal ein bisschen, aber sonst. Ich muss zugeben, ich habe die vorhin schon eingesteigt und geguckt. Ja. So, ich muss jetzt was tun. Oder wir müssen jetzt was tun. Ja, dann sage du, was wir tun müssen. Wir müssen zu dem Hof von dem Gutshof Knüppel und Bierfreund. Da gegenüber ist ein Wald, da sollen Bäume weg. Moment, ich habe gerade bekommen eine Karte von dem Busfahrer. Knüppel und Bierhof. Wo ist der Hof? Die Straße runter Richtung Händler, da bist du auch vorbeigelaufen, wo du hierher gelaufen bist. An die Brücke? Ja, da ist ein Hof gewesen. Okay, und Genau. da können wir Bäume fällen. Gegenüber sollen wir Bäume fällen, ja. Und was kriegen wir für den Job? Das klären wir alles, wenn alles fertig ist und wir gute Arbeit geleistet haben, reden wir darüber. Alter. Ich glaube, ich muss dir sagen, wie Handel funktioniert. Also da haben wir ja ein Gen dafür, ne, für Handel. Musst du machen vorher. Nachher ist die Arbeit getan und die sagen, ja, gut, 200 € müssen reichen. Ah, ich vertraue ihm, der ist eigentlich ein guter Kollege. Vielleicht können wir da nochmal irgendwann, kann ich dir noch ein bisschen was beibringen. Aber du mir sagen erstmal Holz, welche Maschinen müssen dahin? Ja, du hast ja die Große schon warm gesessen, Ding Ja. oder Ding. Ja, nimmst du den mit und ich nehme Anhänger mit und dann fährst du mir hinterher. So machen wir das. In die Shampoo. Ah, was fährt der hier durch die Gegend? Ah, wir müssen noch mal eben warten, mal gucken, was der Martin möchte. Das ist nämlich unser Polizist und Verwaltung hier. Okay, können wir sagen Hallo. Ich bin guter Freund von der Polizei. Wunderschönen guten Tag. Guten Moin Tag. Martin. Na, ich wollte mal nach dem Rechten schauen. Bin hier vorbeigefahren und habe hier so reges Treiben gesehen. Ja, hallo Martin. Ja. Darf ich sagen, Martin, ich bin der Ahmed. Hi. Doch, schönen guten Tag. Na, Ja, aber natürlich. Martin, das ist ja, das ist ja. Ich habe dir auch erzählt aus dem Vater, nach Vaters Tod das Testament mit Halbbruder. Das ist mein Halbbruder Ahmed. Guckst du? Wir sehen wir aus wie Zwillinge. Kannst du nicht unterscheiden, oder? Ne, ganz. Das erkennt man wohl. Ja, das sagtest du ja letztens. Ja. Aber sagtest du nicht, dass er eigentlich später erst nach hier kommen sollte? Ich wusste gar nicht, dass er herkommt. Ich kam vom Händler wieder, weißt du, ich musste ja, weißt du, Vaters alte Träger, neuer Frontlader musste dran. Und dann komme ich hierher, dann liegen die ganzen Bäume da. Ich war erstmal empört, wie hier auf meinem Hof rumtouren. Habe ich Und gesagt, habe ich kann nicht direkt arbeiten. Wenn ich hier hinkomme, schon kann ich Rainer helfen und ein bisschen Holz machen. Die Großmaschine kein Problem, kann ich hier so aus den Armen lenken, kann ich das. ja, weil der Rainer, der hat wohl von dir gesprochen, hat aber nie gesagt, dass er Hilfe bekommt. Und jetzt habe ich Ja. mir gedacht, ne, da sind zwei dran. Der Rainer hat da letztens gesagt, der ist alleine. Da wolltest du mal anhalten und gucken, ob alles Ah, das ist richtig aber so ist. nett von dir, dass du dich um uns sorgst. Das ist anders als die Ja. Polizei in Duisburg, die immer fahren vorbei. Netter Ja. Typ, der Martin. Der finde ich gut, Rainer. Wir sind hier noch auf dem Dorf, hier kennt jeder jeden noch. Ja, aus Von Kindheit daher. kennen wir uns hier, das ist. Ja. Ja, dann will ich euch auch gar nicht länger von der Arbeit abhalten, dann werde ich mal meine Streife fortsetzen. Ja, dann wünsche ich dir frohes Schaffen, Martin. Bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal. Martin, schönen Tag dir mit dir Ach, schönen Ahmed. Polizeiauto. Kannst du mal machen Licht an? Das sieht immer cool aus auf die Autos. Oh, cool. Aha. Ja, das gefällt mit Ja, dem blauen dann Licht. Ahmed, dir erstmal herzlich willkommen und ne, immer sauber bleiben. Martin, ich bin der Musterbürger immer schon gewesen, ne? Aber manchmal vielleicht du Kleinigkeiten nicht ganz hingucken. Alles klar? Ja, das sehen wir dann. Rainer, wir müssen arbeiten. Ja, wir Gute müssen Tag los, wir noch. müssen los. Ciao.
An den Niederrhein, man sagt ciao. So, jetzt kann ich fahren. Eigentlich sagt man an den Niederrhein, Alter, was geht? Ich schalte mal die Maschine an und fahre die mal schön zurück hier mit dir an. So, und dann hat Rainer hat gesagt, ich fahre hinterher. So, die Maschine hier kann ich hier auf die Punkte drehen, da gar kein Problem. Rainer! Rainer! Ja! Pass auf du, die... Womit willst du die aufladen, die Holz? Hier habe ich einen Anhänger mit Greifarm. Der Frontlader wird gerade angebaut. Der Händler ruft mich an, sobald fertig. Okay. Und ja, hier nehme ich, das ist das Gerät, damit können wir die Wurzeln entfernen. Okay. Dann ich warte, ich dich nicht ablenken, wir können immer mal wieder, kannst du mir erzählen, wie das alles funktioniert. Oh. So, die Rainer ist ein cooler Typ und hier, die hast du gesehen, die Polizei, die kommt sofort gucken. Da muss ich aufpassen, liebe Tagebuch, das muss, weiß man nicht so genau, hin und wieder mal nichts Schlimmes. Ihr wisst schon, mal kleine Marihuana-Plantage oder so. Hier auf die Land könnte das eine gute Einnahmequelle sein. In Duisburg, die immer gucken überall. In die Keller und wenn man kauft was. Ich fahr hinterher, Rainer! Yep. So, da müssen die Arme vielleicht auf die Seite. Ich kann besser auf die Straße gucken, oder? So geht das besser. Diese Maschine fährt, ich kann bald schneller laufen, glaube ich. Guckt euch das an. Hätte ich die Maschine vielleicht hinten auf die Anhänger von die Rainer drauf fahren sollen. Oh, ist das jetzt ein Getue? Aber der Rainer auch nicht gerade fahren. Immer so in die Kreis. Vielleicht hat er... Könnte sein, liebe Tagewusst, Rainer vielleicht ein Alkoholproblem. Dem muss ich denen helfen. Schien mir auch ein bisschen traurig zu sein wegen die Vater wahrscheinlich. Hab ich nicht gekannt, die Vater. Das ist eine ungewöhnliche. Aber scheint ja ein ganz netter zu sein. Ach, Vater, du fehlst. Das noch erleben könnte. Ich hätte gern meinen Vater noch kennengelernt. Die muss ich meine Mutter wirklich, die muss ich schimpfen, weil die nicht hat gesagt. Aber Alter, hier muss irgendwas passieren mit die Maschine. Das geht so nicht. Die guckst du hier? Die fährt 15. Da bin ich, glaube ich, auch. Wahrscheinlich ist unser Vater an Langeweile gestorben. Und nicht an die Baum, die jemand hat gesagt. Irgendwann muss ich dir aber nochmal fragen, wie das konnte passieren mit die Baum. Aber jetzt noch nicht, das ist zu früh. Hätte man mehr Geld, hätte man einen Trailer haben können für das Ding. Größeren, aber Papa konnte ja nicht. Ja, seine... Ich muss dir rein ein bisschen helfen. Müssen wir an die Kohle kommen? Der muss wieder Freude. Vielleicht kann man durch viel Arbeit ablenken. Erstmal. Und dann weiter gucken. Ist guter Typ, der Rainer. Muss ich mal machen die Karte auf, wie weit es noch ist. Ah, gleich ist der Hof da vorne. Gut, dass die haben hier in die Fahrzeuge immer so automatische digitale Karten. Jetzt mal vor, der wird mich ja wohl finden.
Irgendwann muss mir einer mal erklären, was diese ganzen Schilder sollen an die Straßenrand. Muss mal gucken, ob ich dem Rainer irgendwann sage, dass ich gar keinen Führerschein habe. Alles nur gelernt aus den Spielen. Aber das funktioniert gut. Wird wohl keiner flaggen. Der Martin war ja auch ein ganz korrekter Polizist. Da vorne ist doch irgendwas los, oder? Drehen wir das hier mal auf die Seite. Hier rüber, Ahmed. Hier. Der Rainer, da drüben. So, der Rainer. Habe ich Maschine ausgemacht. Ja, für die Sprit. Wir müssen hier aber ein bisschen Platz machen. Wir müssen das erst wegschieben hier. Warte, ich mach das eben. Stell den eben an der Seite, weil... So, damit wir Platz haben. Okay, das Maschine war schon wieder an. Da war ausgemacht, okay. So, dann, liebe Leute, schön, dass ihr wieder zugeschaut habt und für diese Folge war es das für heute. Ihr habt den Rainer kennengelernt. Wir haben hier den ersten Auftrag am Start. Das könnte extrem spannend werden. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Und vor allen Dingen, was wir hier an Kohle kriegen. Nicht, dass der Rainer sich hier immer übers Ohren hauen lässt von den Leuten. Das kann ja auch sein, ein gutmütiger Typ. Aber auch schon ein bisschen. Schreibt uns das mal in die Kommentare. Was muss man denn haben, um hier die Baumreihe zu entfernen? Wie viel Kohle müssen wir dafür machen? Ich denke, dass da müssen schon einige tausend Euro drin sein. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Ne? Ja, Tom, dann sag du auch nochmal Tschüss. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal wieder. Und von mir auch. Lasst mir ein Däumchen da, ein Abo und dann wünsche ich euch alles Gute. Bye bye und ade.